Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem Unboxing 2023-24 von der Firma Pyroland. Oben im Titel steht ja, wie viel ich bestellt habe und ja, ich zeige euch heute alle Artikel, die ich so bestellt habe und wir packen sie auch gemeinsam aus. Los geht's! Dann haben wir hier einmal Böllerverbot. Das sind eigentlich ganz normale China Böller D, nur im Pyroland Böllerverbot Design. So sehen sie aus, ganz normale D-Böller. So, dann hier die Pyroland Nicoglycerin-Raketen. Die kennt ja bestimmt jeder. Ich zeige euch auch hier nochmal, wie die Raketen aussehen. Das ist jetzt hier die Rakete. Was ist das Besondere an dieser Rakete? Ja, ein Crackling-Bouquet, ein Popping-Flowers-Bouquet. Schön kreisrund und mit kräftigem Zerleger. Dann haben wir hier ein Riesenrohr. Das ist der Pyroland Feen. Vernichter. Also ihr könnt ja die Größe sehen, wie riesig das Teil ist. Ist also sehr, sehr massiv das Teil. Pyroland Feenvernichter. Effektbeschreibung lese ich euch mal kurz durch. Gigantische Feuersäule aus zwei verschiedenen ultraharten Crackling-Kometen und Knallsternen. Weiter geht es. Die Pyroland Phantoma. 49 Schuss Batterie, gruselige 3-Ton-Heulgeister. Kombiniert mit Leichenplatz, blassen, zerplatzenden Kreuzsternen, Rauchspur und Finalsalve. Also das ist jetzt gerade die Effektbeschreibung von Pyroland gewesen. Dann haben wir hier Pyroland Crackling Kartell, eine wirklich riesige Batterieneuheit von letztem Jahr. Und zwar 25 Schuss, 500 Gramm NEM und 25 Sekunden Popping Flowers mit Palmen. Jetzt kommen wir schon zu den etwas größeren Brocken. Ich habe natürlich auch wieder schön zwei Verbünde von Pyroland bestellt. Ihr könnt es hier sehen. Das ist einmal die Spring After Winter. Packe ich auch gleich nochmal aus. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Batterie. Gefällt mir echt gut. So sieht das Teil aus. Ausgepackt. Pyroland Spring After Winter. Das sind 4 Feuerwerksbatterien. Schon fertig verleitet. 50 Sekunden Brenndauer, 1,5 Kilo NEM. Ihr könnt euch ja gerne mal bei Pyroland die Effekt-Videos und Beschreibungen durchschauen. Jetzt geht's weiter und zwar habe ich hier die sogenannten Pyroland Kanonenschlagraketen. So sieht die Packung aus und ich zeige euch natürlich auch hier, was das Besondere daran ist. Also wie der Name schon sagt, Pyroland Kanonenschlagraketen sind halt Raketen, also mit Raketentreiber und ein Kanonschlagböller hier oben drauf, sind also reine Knallraketen. Jetzt Freunde, jetzt kommt der nächste Verbund. Ah, das ist das Riesenteil hier. Das ist die sogenannte Shepper Batterie. Riesenteil, mega schwer. Pyroland Shepper. Passt kaum hier in die Kamera. Aber es geht so. Pyroland Shepper. Mega krasser Verbund. 100 Schuss. 2 Kilogramm NEM Effektmasse, 30 Sekunden Brenndauer. Ja, was ist das Besondere hier dran? Das ist eine ultraheftige Crackling-Batterie, wobei alle 4 Batterien gleichzeitig zünden. Also es ist ein mega krasses Ding. Ja, geht einfach mal auf die Pyroland-Webseite und schaut euch das Video dazu an. Also eine richtige Empfehlung von mir. Jetzt geht's weiter. Was habe ich hier? Das sind die Pyroland Fascinate Bombenraketen, eine Neuheit von diesem Jahr. So sehen sie aus. Das sind, ich halte es mal hier in die Kamera ein bisschen näher, das sind Kugelkopfraketen. Ja, Kugelkopfraketen, was ist das Besondere? Sie sehen kugelförmig aus und durch die Form der Kugel ist bei der Zerlegung, also am Himmel, halt das Bouquet halt kreisrund. Sollte es zumindest sein. Das ist der Vorteil halt von solchen Kugelkopfraketen. Dann haben wir hier die Pyroland Kugelkopfraketen Populum. Ja, das sind ähnlich wie die anderen Kugelkopfraketen. Ist ähnlich, zeige ich euch auch hier nochmal das Design. Das wäre die Kugelkopfrakete Populum von Pyroland. Also ähnlich wie die anderen Raketen gibt es also keinen Unterschied, nur die Effekte sind halt anders. Und weil es so schön war, ein drittes Paket Kugelkopfraketen-Neuheit von Pyroland und die heißen Ignis. Diesmal zeige ich euch sie nicht. Die sehen fast genauso aus wie die anderen. Ihr wisst ja mittlerweile, was Kugelkopfraketen sind. Und ja, genau. So Freunde, jetzt wird's heftig. Ein riesen krankes Teil. Das ist die Pyroland Trueno Especial. Mega Batterie. Richtig groß. Ihr seht ja, wie massiv der Karton ist.
Ja, es ist eine Fächerbatterie, Crackling-Batterie in 3 Stufen, hatte ich letztes Jahr auch schon. Dieses Jahr musste ich es mir nochmal gönnen. Ist einfach ein richtig, richtig krasses Teil. Ich kann auch hier mal die Effektbeschreibung vorlesen von Pyroland. Erlebe ein beeindruckendes und lautes Blitzgewitter in Fächer-Performance. Neuartige, speziell getimte Knallsalven auf 3 Etagen, also auf 3 Etagen, 3-stufig, werden auf der 4. Etage von großen Bombetten mit Knall- und Popping-Effekt gekrönt. Also doch 4-stufig, also ist was ganz, ganz Besonderes. Wieder eine Neuheit, und zwar ist das die Shanghaiden von Pyroland. Hier muss ich selber erstmal gucken, ist ja eine Neuheit. Wie viel Schuss? 25 Schuss, 15 Sekunden Brenndauer, Kaliber 30 mm, 500 Gramm NEM. Ist also schon richtig, richtig heftig. Auch hier nochmal der Größenvergleich, ist also schon ein richtiger Brocken. Es geht natürlich weiter mit Neuheiten. Hier die Night Nurse. Night Nurse. Genau, von Pyroland, von Volksfeuerwerk. Wer es noch nicht wusste, Volksfeuerwerk ist eine so eine Art Kleinserie von der Firma Pyroland. Pyroland Night Nurse. 20 Sekunden, 40 Meter Effekthöhe, 30 mm Kaliber. Ja genau, und auch hier wieder 25 Schuss. Hier haben wir Pyroland Power Split. Ganz was Besonderes mit Reißzündung. Also hier ist so ein Metallring dran und so eine Schnur. Muss man also ganz langsam ziehen. Und dann kommt aus, bei Power Split ist da das Besondere, kommt aus beiden Seiten der Rauch raus. Habt ihr bestimmt schon in einer meiner Touren. Habe ich eigentlich immer mit dabei. Und ja, da zünde ich das eigentlich immer. So, dann habe ich hier noch was. Pyroland Bengalfeuer. Ist richtig was Feines. Ihr seht, 6 verschiedene Varianten habe ich davon. Und ja, das sind sie. Das sind so quasi so Ultralux-Teile. Richtig, richtig extrem hell für eine Minute. Hier zum Beispiel Farbe Rot und Farbe Violett. Dann hier den Pyroland BKS 7. 7 Salutschläge auf einmal. Dann hier nochmal den BKS 3 von Pyroland. Also ähnlich wie der 7er, nur 3 Salutschläge mit einmal. Dann, das kennt ja bestimmt jeder, Pyroland Crackling Beam. Wirklich sehr, sehr schön. Das sind so kubische Kanonenschläge, nur halt kein Knall, sondern mit Crackling Sternen gefilmt. Also richtig, richtig fette Knisterwolken und groß. Dann den Pyroland Queen of Welding Vulkan. Sehr, sehr schön. Auch sehr, sehr hochsteigend. Ich glaube, hier steht drauf 7 Meter sogar. Richtig fetter Knister-Crackling-Vulkan. Double Crackling Balls. Kennt ihr bestimmt auch. Normale Crackling-Bälle, nur dass die halt zweimal explodieren. Dann haben wir hier Pyroland Rauchflagge. Also hatte ich noch gar nicht. Da sind 3 Löcher drin. Oder 1 quasi. Und an den Seiten kommt nochmal Rauch. Ist quasi wie eine Länderflagge, kommt das dann in den bestimmten Farben. Dann ein richtiger Klassiker, Pyroland BKS 1, also 1er Lutschlag, ein Single Shot. Dann auch richtig, richtig nice, Giga geil von Pyroland, ist ein Single, quasi, nee, kein Single Shot, ein Triple Shot mit Korsett, sehr, sehr schön. Dann Pyroland Pech und Schwefel haben wir hier. Dann die Peach Soda von Pyroland, kann ich nur euch empfehlen. Gibt es auch die Bloody Blue, glaube ich, heißt sie davon. Das Besondere ist halt, es hat halt 20 Schuss, aber 40 Effekte. Das heißt, in jedem Rohr steckt so eine Art Doppelbombette, die quasi in der Luft, also einmal kommt der Schuss und dann knallt es im Himmel 2-mal. Ist also wirklich sehr, sehr schön. Ist eine schöne Krosett-Batterie. Dann auch hier wieder ein Klassiker, Brokat Garden von Pyroland. Ich glaube, ja genau, 36 Schuss, 405 Gramm NEM. Dann hier die Batterie Bär und Bock. Ja, sehr, sehr schön. Ich habe immer gesagt Bär Bock, aber jemand hat mich daran erinnert, dass das hier heißt Bär und Bock. Ja, es stimmt ja auch, die Batterie Bär und Bock von Pyroland. Dann haben wir hier auch eine Neuheit, und zwar ist das die Flying Sauerkraut. 16 Schuss Batterie. 302 Gramm Explosivmasse, 50 Sekunden Brenndauer, Kaliber 30 mm. Wow, dann haben wir hier noch so einen richtigen fetten Brocken. Das ist die Chili Snow von Pyroland. 35 Schuss, richtig heftig, auch riesengroß.
Und jetzt zum Schluss noch die Pyroland Hexenblitz. Ist echt eine richtig geile Batterie. Eine meiner Lieblingsbatterien seit letztem Jahr. Die hat auch, ja, die hat 13 Schuss, sogar 320 Gramm NEM. Ja, ist halt ein Megateil. Hier zeige ich euch mal, wie das aussieht. Ist also hier ein schönes, handliches Gerät. Kann man also wunderbar so packen oder auch zwei und dann zum Brennplatz tragen. Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert auch. Ja, sehr handlich, kann man halt auch mehr Stück davon kaufen. Ich liebe einfach solche Batterien. 13 Schuss, einfach handlich, kompakt und mega gut. Ja, Freunde, jetzt ist es zu Ende, das Unboxing. Ich bedanke euch für das Zuschauen und ja, ich habe leider jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren kein Unboxing gemacht. Deswegen jetzt mal ein etwas größeres Unboxing. Ein Unboxing kommt noch, auf jeden Fall. Und das werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Und ja, jetzt möchte ich das Video beenden, ja. Pyroland Feenvernichter. Ihr seht nochmal, wie riesig das Teil ist. Das ist also mega eindrucksvoll. Also auch von dem Design her. Ja, das ist schon tolle Ware von Pyroland. Und ich möchte mich auch hier nochmal herzlich bedanken an alle Beteiligten von Pyroland. Auch nochmal an Florian von Bottmar, die mir diese Bestellung zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank nochmal.